Seid gegrüßt, Final Fantasy Fans, und willkommen zurück bei euren Hearted Blacker. Ja, wir waren jetzt letztes in der Kongaga, in den Dorf Kongaga, und müssen uns jetzt weiter nach links erstmal begeben. Also nach Westen. Und das werden wir hier gleich mal tun, mit unserem schönen Bucky, den wir uns in der Goldsauce verdient haben durch unser Zockerbohren. Oder ohne den wir, glaube ich, nie rausgekommen wären aus der Wüste von der Goldsauce. Genau. So, wir haben jetzt hier Aeris mit am Start. Die lassen wir auch erstmal drin. Hat zwar etwas weniger AP als die anderen Charaktere, aber man muss sie ja trotzdem irgendwann mal mitnehmen. Also sie bekommt hier ganz schön heftig Schaden zugefügt, aber das soll jetzt hier nicht das große Problem darstellen. Wir können uns ja dann nach dem Kampf wieder heilen und zwischen dem Kampf auch noch. Also ich denke mal, das wird hier kein Problem für uns sein. So, den ersten haben wir jetzt hier schon down, der zweite müsste jetzt sofort folgen. So, jetzt hatten wir hier ein bisschen Glück, dass er ja auf Aeris nicht gegangen ist. Wir müssen jetzt erstmal das Limit heilen in der Wind, um uns jetzt hier wieder komplett voll zu heilen. Ist zwar eine leichte Verschwendung, aber nun gut. Dafür sorgen wir aber auch, dass wir das nächste Limit dann bekommen. So, einfacher Kampf, viel KP, viel HP, XP. Ich hau das immer total durcheinander mit Final Fantasy 13 oder 7. So. Gut, jetzt sind wir hier schon mal so, ja, in der Felsenlandschaft angekommen. Und wir sind jetzt schon in der Nähe von einem Punkt. Punkt ist gleich Stadt. Oder Dorf. Schauen wir, was wir jetzt hier kriegen. Ah, okay. So, den werden wir natürlich erstmal mit Klimmgefahr umnieden. Ich glaube, das wird sogar reichen. Zack. Und Abnahrung. Ja, das reicht locker. Und eine Phönixfeder, die können wir ja mal wieder gebrauchen. Vor allem ich. So. Geben wir uns mal hier rein. Mal schauen, was wir jetzt hier für ein Dörfchen haben. Oh, schon mal interessante Musik. Okay. Mal schauen. Gott, dann wünsche ich euch willkommen in Cosmo Canyon. Oh, guck mal, da kommt der Red an. Jetzt kann ich ihn schon sagen, er heißt mir nicht Nanaki, der Red. Und deswegen werde ich ihn ab jetzt auch Nanaki nennen. Das ist besser als Red. Ich sag dann immer gerne Red XX, schlag mich tot. Nein. Red 13, eigentlich. Ich hau das immer gerne durcheinander. Ich sag allgemein nicht das Red so gerne. Nanaki ist viel cooler. Nein, wir kennen das Land natürlich noch nicht. Ah, Barrett wollte schon immer hierher kommen. Na, da hat er jetzt ja die Gelegenheit hier mal das auszukosten. Wo wir schon mal hier sind. Sofern wir hier rein dürfen. Okay, wir dürfen mit rein. Dankeschön, Anaki. Okay. So, und bevor wir jetzt hier nach links uns begeben, werden wir uns erstmal rechts durch die Läden kämpfen. Um zu schauen, ob wir hier irgendwelche interessanten Items haben. Ich glaube, hier waren irgendwelche Items, die man auf jeden Fall gebrauchen hätte können. Okay, hier haben wir jetzt hier nur so was hier. Das ist
brauchen wir rein theoretisch nicht erstmal. Einfach mal genug Zeldammer 5. Phönixfedern, ja, kaufen wir mal 2, 3. So. Zur Not haben wir dann noch Angel. Beruhigungsmittel, ne, brauchen wir nichts weiter. Gut, hier ist dann auch nichts mehr. Hier können wir auch nicht durch. Gut, dann kommen wir ja wieder erstmal zurück. So, das zweite Zelt, das bringt nichts. Hier unten geht's allerdings nochmal rein, wenn ich das richtig sehe. Ja. Nee, kein Durst. Eigentlich will ich jetzt mit den anderen hier quatschen. Das ist gar nicht so leicht. ja, bitte. Der hätte jetzt ehrlich gesagt mehr erwartet. Aber nun gut, dann halt nicht. Gut, hier ist nix. Mal schauen, ob wir hier oben noch was haben. Ah, hier können wir, glaube ich, übernachten, so wie es aussieht. Nein, danke. Wir wollen jetzt auch nicht schlafen. So, und dann gehen wir erstmal Nanaki nach. Wupp. So. Hey ho. Der Heimatstadt. Da konnten wir uns bestimmt schon gut denken. Okay. Dann tut das mal. Wir gehen hier einfach mal mit nach. Und hier haben wir schon einen Speicherpunkt, aber den nutzen wir jetzt hier noch nicht. Aber einen Waffenladen haben wir hier. Hallo, haben Sie denn eine ordentliche Waffe für uns? Zeichnen Sie mal. Oh. Schön. Zwar leider nicht doppelt, aber... ist besser. Also nehmen wir so. Oh, Silber am Band. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall noch zwei. Und wem nehmen wir jetzt mit? Nanaki nehmen wir mit. Wenn er dann mal kommt. Und ich wäre jetzt eher für Jaffi gewesen. Genau. Das können wir ja auch einfach mal kaufen. So. Einfach mal kaufen. Wir haben ja genug Geld. So, erstmal in der Ausrüstung schauen. Silberarmband hat er schon. Okay. Hier können wir dann auch nichts mehr ändern. Aber wir können lieber frei tun. Es ist jetzt zwar leider nicht mehr doppelt die Anzahl an... Jetzt fällt es mir wieder nicht ein, ey. An XP für die Substanzen. Aber das ist jetzt hier nicht so schlimm für uns. Die werden wir schon noch voll kriegen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich hier immer mich gerne verspreche, aber das liegt daran, wenn man da vor die 13 mal gespielt hat, dann weiß man nicht mehr so richtig, wie hier die XP hieß für die Substanzen. AP, AP heißt sie. So, jetzt haben wir's. Okay.
So. Ab nach Opel. Okay. Wer ist Bogenhagen? Lass mal ein bisschen gleich herausfinden. Oh, die Küche. Ja, hier haben wir einen Laden oder so. Bestimmt Substanzen. Oder auch nicht. Ah, doch. Gut. Ja, genau, Substanzen. Das war die einzige Möglichkeit, die es hier noch gab. Oh, oh, oh. HP plus und MP plus. Jetzt haben wir hier natürlich nicht so wahnsinnig viel Geld. Aber was ich jetzt sagen. Wir nehmen jetzt hier einfach zweimal die HP plus. Dann kaufen wir uns später dann noch mehr. Weil HP plus ist schon eine sehr, sehr gute Substanz. Und die MP plus sowieso. Können wir gleich mal reinknallen. Würde ich dann auch hier gleich gegen Zeit tauschen. Sonst hat er schon mal fast 200 mehr. 160, um genau zu sein. Oder? Ich habe jetzt gar nicht so genau drauf geachtet, oder plus 60 kann sein. Mal schauen. Okay. Ja, ich könnte so fast recht haben. Natürlich, umso mehr Sterne die Substanz hat, umso mehr HP bekommen wir dann von der Substanz. Na, guck mal, hier steht schon Nanaki mit seinem Opa. Und das ist Herr Bogenhagen, der hier unten das Tor versiegelt hat. Okay. Okay, er kann den Planeten klagen hören. Sehr interessant. Okay.
Dann wollen wir mal uns drei Leute besorgen gehen, beziehungsweise zwei brauchen wir. So, die müssen hier, glaube ich, ringsherum verstreut sein. Gehen wir erstmal hier unten ran. Das Substanzgeschäft war das, glaube ich. Ja, hier mit der Jaffi. Ah gut, da können wir das gleich so machen. Mit der Naki können wir jetzt hier natürlich noch, leider noch nicht mitnehmen. Soll ja erstmal halb so wild sein, wir nehmen jetzt hier einfach Barrett einfach mal mit. Oder weil es so schön ist, nehmen wir doch die Tiefe. So. Tun wir gleich mal die Ausrüstung reinmachen, bevor ich das wieder vergesse. So. Silberarmband. Sehr schön. So viele Tiefe hatten wir, glaube ich, keine Ausrüstung gekauft. So, und jetzt haben wir jetzt unsere Truppe, da können wir erstmal hier nach oben gehen wieder. Okay. Na? So. Ganze Menge Geschichte. Mal die Planeten. Und das ist ein schwarzes Loch. Würde ich jetzt mal vermuten.
Da sehen wir schon mal, dass die spirituelle Energie wichtig ist. Also Makroenergie ist gleich böse. Können wir uns gut merken. So, und da wir ja den Planeten retten wollen, müssen wir das verhindern, dass das mit der Makroenergie so weitergeht. Nun gut. Dann wollen wir uns mal nach unten geben. Okay. Gut, wir geben uns noch weiter nach unten. Ich denke mal, wir müssen uns jetzt bestimmt die anderen erstmal aufsuchen gehen. Aber dazu erst mehr im neuen Part. Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir hier wieder was gelernt. Dass Makroenergie böse ist und dass wir spirituelle Energie brauchen. Auf jeden Fall. Sonst stirbt der Planet. Und ja, das wollen wir jetzt hier natürlich verändern, dass die Makroenergie so, dass das so weitergeht. Und dazu mehr in meinen Let's Plays. Gut, ich bedanke mich dann hier wieder vielmals fürs Zusehen. Und ja, wenn ich euch gefallen habe, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Oder könnt ihr mich auch das Video gerne favorisieren, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und könnt ihr gerne einen Kommentar unten drunter schreiben, Feedback, whatever. Und wir sehen uns dann im neuen Part wieder mit euren HD Blacker. Und wieder in Cosmo Kajon.